Der Schnelltest, meine Damen und Herren, wir fangen an heute mit einem Unternehmen aus der Softwarebranche und da passt ja auch der Name ganz gut dazu, ne? Software AG. Ihre Einschätzung, Herr Schulz? Relativ niedrige Bewertung, aber geschäftlichen Perspektiven, die trüben sich doch wieder ein bisschen ein und deshalb würde ich hier erstmal die Finger von lassen. Eingetrübt hat sich auch der Kurs von Bilfinger Berger. Oh ja, kräftige Gewinnwarnung. Jetzt muss erstmal restrukturiert werden. Die Konsensprognosen lagen im Schnitt 20% zu hoch. Der Kurs ist 20% zurückgekommen, ist also weitgehend eingepreist. Aber nach oben, denke ich, ist das Ding auch erstmal gedeckelt. Die Deutsche Bank in den ersten 6 Monaten der schlechteste Wert im DAX. Ja, verständlich. Wir hatten ja die Kapitalerhöhung. Jetzt kommen leider neue Klagen wieder dazu, was das ganze Bankensentiment natürlich belastet. Stichwort Barclays, Stichwort BNP Paribas. Und da kann auch die Deutsche Bank kurzfristig sicherlich sich nicht von absetzen. Aber langfristig bleibe ich dabei. Signifikantes Kurspotenzial. Ja, dann kommen wir auch zu Barclays. Da liegen die Fakten auf dem Tisch, da gibt es eine saftige Geldstrafe. Genau, eine saftige Geldstrafe. Die Geldstrafe in Milliardenhöhe ist nicht mal das Problem. Viel dramatischer ist, dass man halt ihre eigenen Kunden über die Darkpools abgezockt hat. Und wenn man Kunden, eigene Kunden abzockt, dann mündet das in einen Kundenschwund. Und das ist das eigentliche Dramatische für Barclays. Deshalb auch hier die Finger weg. Stichwort Vertrauen. Leoni, da wird wieder mehr Vertrauen gefasst. Ja, Montega war auf Roadshow mit Leoni und gemäß den Aussagen des Managements sieht es hier sehr, sehr gut aus für die nächsten Quartale. Aktie sehr niedrig bewertet. Ich denke, das ist ein klarer Kauf. TUI will der weltgrößte Touristikkonzern werden. Genau, es gibt eine Fusion von der TUI Holding und der TUI Travel. Es wird eine Kapitalerhöhung geben. Macht absolut Sinn, diese Fusion. Man wird die Gewinnbasis um 10-15% höher legen. Deshalb sicherlich auch hier Kursziele von 16 Euro gerechtfertigt. Deshalb auch hier kaufen. Die beste Aktie im DAX in den ersten 6 Monaten. ThyssenKrupp, sind Sie auch im zweiten Halbjahr der Favorit? Ja, sie könnten zumindest eine Favoritenrolle, kann man ihnen zugestehen. Ja, das Aufzugsgeschäft läuft extrem gut. Auch das automotive Geschäft soll sehr, sehr gut laufen. Stahl bekommt man langsam in den Griff, also durchaus Gewinnüberraschungen möglich. Ja. Hornbach Baumärkte. Ja, Hornbach Baumarkt hat einen deutlichen Bewertungsabschlag zur Hornbach Holding. Wir hatten das hier in der Sendung auch schon mal thematisiert. Jetzt kam ein neues Analysten-Research. Warburg hat angefangen, die Hornbach Baumarkt AG zu covern mit Ziel 43 Euro. Bärenberg sieht sogar 46 Euro. Auch das entspricht zum aktuellen Kurs ein deutliches Potenzial. Also auch hier kann man einsteigen. Dankeschön, Herr Schulz. So, meine Damen und Herren, wir schmeißen den Herd an. Wir kommen zur Gerüchteküche. Was wird da geköchelt bei MBB Industries?